Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ja, und in diesem neuen Video geht es heute ums Backen wieder mal. Wir backen heute was. Ja, zwar nicht keine Kekse oder was Süßes, sondern wir backen heute ein Brot. Und wir backen heute ein Low Carb Brot. Ja, wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß. Und man kann das auf die süße Variante machen, eben dass man Honig reingibt. Oder machen es ganz normal ohne Honig. Dass es ein normales Brot ist. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und los geht's! Ja, für die Low Carb Brötchen brauchen wir 350 Gramm Topfen bzw. Magerquark, 6 Eier Größe M, einen halben Teelöffel Backpulver, Salz und zum Bestreuen brauchen wir Sonnenblumenkerne. Und wer die süße Variante will, brauchen wir einen Schuss Honig. Als erstes heizen wir den Backofen vor auf 200 Grad und Unter- und Oberhitze. Als erstes trennen wir das Ei. Jetzt geben wir den Quark hinzu. Beziehungsweise in Österreich heißt er Topfen. Geben das Backpulver hinzu. Und eine Prise Salz. Jetzt verrühren wir das Ganze zu einem glatten Teig. Jetzt, wenn man süße Brötchen haben möchte, kann man 5 Esslöffel vom Honig hinzugeben. Jetzt, wo der Ofen vorgeheizt ist und die Masse glatt gerührt ist, schlagen wir das den Schnee. Dazu geben wir wieder eine Prise Salz. Jetzt, wo das Eiweiß steif geschlagen ist, rühren wir das Eiweiß unter die Masse. So, jetzt haben wir luftige Masse. Jetzt die Masse auf ein Backpapier geben. Ja, jetzt geben wir die zweite Ration in den Ofen. Ja Leute, das waren jetzt die Quarkbrötchen. Ich habe sie da auf dem Teller. Ich werde noch ein Foto machen und dann seht ihr, wie sie ausschauen. Sie waren ganz flach, also nicht erschrecken. Sie waren flach. Und ja, man sieht, es ist Low Carb, also ohne Mehl, ohne nichts. Also es kann nicht richtig aufgehen. Sie waren flach, aber sie schmecken für das, dass sie Low Carb sind. Also sie sehen keine Kohlenhydrate, sondern nur Topfen, eben Eier, Salz. Und das war es eigentlich schon fast. Man kann sie süß machen, dann hat man so süße Taler für die Arbeit oder schon schnell. Ja, ihr könnt es ja mal nachmachen. Schreibt es in die Kommentare, wie euch die Low Carb Brötchen geschmeckt haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, für einen Daumen nach oben. Und wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Ciao.